Türen öffnen, Brücken bauen, neue Wege beschreiten. Pioniergeist. Du sagst der Veränderung, wo es lang geht. Yasmin Yazan ist Bestseller-Autorin, international unterwegs als Keynote-Speaker und Expertin für digitale Transformation. Sie hilft Menschen und Unternehmen, Veränderungen selbst zu gestalten. Yasmin Yazan trifft Stars wie Mel Gibson oder Michael Douglas und spricht mit ihnen über die Geheimnisse ihres Erfolgs. In diesem Podcast spricht sie mit euch. Pioniergeist. Starte jetzt. Heute begrüßen wir Klaus Offermann mit Ich höre was, was du nicht sagst als Gast zu unserem Expertentalk. Der Glücklichmacher Klaus Offermann ist Therapeut, Coach und Trainer. Er ist überzeugt, Glück ist deine Entscheidung und er unterstützt mit diesem Ansatz seit 30 Jahren als Inhaber von Back to Life and Balance Menschen bei privaten und beruflichen Herausforderungen. Er selbst bezeichnet sich gerne als A bis Z Mentor, denn die Themen, die hier vor dem Hintergrund seiner Expertise und Erfahrung bearbeitet werden, reichen von A wie Ängste überwinden bis Z wie Ziele erreichen. Ich höre was, was du nicht sagst, ist eines der häufigsten Phänomene, die Klaus bei seiner täglichen Arbeit mit Menschen in Führung begegnet. Was genau es damit auf sich hat, darüber sprechen wir heute und freuen uns auf neue Impulse. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen nochmal ganz offiziell, lieber Klaus. Guten Morgen in die Runde, Yasmin, das war so schön. Kannst du das immer so für mich ansagen? Wenn ich das oft genug übe und wir regelmäßig in Räumen sind, ja. Wunderbar. Also ich buche dich sofort. Ja, im Grunde hast du das Thema schon genau auf den Punkt gebracht. Der eine sagt was, der andere hört was. Und warum das so oft nicht deckungsgleich ist und warum daraus Verwirrungen, Missverständnisse entstehen, ist sicherlich ein Kernpunkt unseres heutigen Expertentalks, zu dem ich gerne beitrage und darf mich in dieser Stelle nochmal ganz herzlich für eure Einladung bedanken. Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass du bei uns bist. Bevor wir direkt inhaltlich tiefer einsteigen, und du hast es schon gerade angesprochen, da gibt es einige Fragen zu und wir sind schon sehr, sehr gespannt, möchte ich dich bitten, erst noch mal ein bisschen was dazu zu erzählen, wie denn jemand wie du dazu kommt, zum Glücklichmacher zu werden. Ja, also sehr gerne. Ich bin, wie gesagt, seit über 30 Jahren als Trainer und Coach für Unternehmen, Unternehmer und Führungskräfte mit den Themen Kommunikation, Führung und Konflikt unterwegs und habe festgestellt, dass es immer häufiger zu der Situation kam, dass jemand aufgrund eines persönlichen Lebenseinschnittes, das kann der Tod eines geliebten Menschen sein, eine Scheidung, eine sonstige Geschichte, die dich als Mensch einfach mal kurzfristig aus der Bahn schmeißt, und dann war diese Person für mich als Trainer und Coach auf eine gewisse Art und Weise nicht mehr erreichbar. Und das hat mich so getriggert, dass ich entschieden habe, nochmal wirklich 3 Jahre lang auf die Bank zu gehen, auf die Schulbank, und den Therapeutenstatus nachzuziehen, damit ich diese magische Grenze, die für einen Trainer und Coach absolut tabu ist, überschreiten darf und dort auch wirklich qualifiziert therapeutisch unterstützen kann. Und das hat dazu geführt, dass ich dann vor 3 Jahren nochmal eine eigene Praxis eröffnet habe, wo ich mich dann wirklich auch mit den Kernthemen Mobbing, Depression, Angst und Einsamkeit beschäftige, die interessanterweise auch bei Führungskräften immer häufiger Themen sind. In einer Welt, wo es schneller, höher, weiter, effektiver, effizienter die Hauptschlagworte sind, da bleibt die Seele oftmals auf der Strecke. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich gerne wieder als Glücklichmacher fungiere, weil meine Mission ist es, Menschen wieder zurückzuführen in ihre eigentliche Balance, in ihre Lebenskraft, in ihr Selbstbewusstsein, in ihre Stärke. Und deswegen habe ich die Devise aufgestellt, dass Erfolg und Glück deine Entscheidung sind. Das hast du schön gesagt. Aber sag mal, Mobbing in Unternehmen gibt's doch gar nicht. Depressionen bei Führungskräften kann ich mir auch nicht vorstellen und Einsamkeit erst recht nicht. Wie häufig kommt das denn vor? Es ist immer noch ein Tabuthema. Es ist nicht so, dass ich damit gerne rausgehe und sage, hey, ich bin momentan angeschlagen, ich bin nicht in meiner Energie, ich kann nicht so stark auftreten, wie das normalerweise von mir erwartet, verlangt oder gefordert ist. Die selbst
Disziplin, die ich an mich lege, führt auch einfach dazu, dass ich selber auch in die Angst gehe. Angst vor Versagen, Angst, es nicht zu schaffen, Angst, die an mich gerichteten Anforderungen nicht dauerhaft erfüllen zu können. Und das schwappt dann ganz schnell vom Geschäftsleben ins Privatleben. Und dann kommt dieser Faktor der Einsamkeit einfach mit dazu. Einsamkeit steht dabei oft entweder am Anfang oder am Ende eines langen Weges, der halt mit Mobbing, Depression, mit Burnout, mit Angst zu tun hat. Und interessanterweise sind in Deutschland von 10 Menschen, haben 7 ein Thema mit Einsamkeit. Wow, das ist ganz schön hoch. 7 von 10 hätte ich jetzt nicht gedacht tatsächlich. Also das überrascht mich doch etwas. Ja, dann lass uns doch mal auf diese Aussage, ich höre was, was du nicht sagst, zu sprechen kommen. Du sagst, es ist eines der häufigsten Phänomene, die du täglich in deiner Arbeit erlebst oder dem du begegnest. Was genau meinst du damit und wie kann ich tatsächlich was hören, was der andere gar nicht sagt? Also ihr habt sicherlich alle schon von Schulz von Thun gehört, von den sogenannten Vier-Ohren-Modellen, dem Vier-Schnabel-Modellen, was besagt, dass wirklich jede Aussage im Grunde 4 Aspekte mit sich führt. Das ist einmal der Sachaspekt, also die Sachebene, der Sachinhalt, worüber ich informieren möchte. Dann aber auch die Selbstaussage, also das, was ich anhand der Nachricht über den Sprecher deutlich mache, sowas wie eine Selbstkundgabe, also das, was ich von mir selbst dabei mitgebe. Dann gibt es den Beziehungsaspekt. Das ist die Nachricht, die die Beziehung offenbart, also die Beziehung, was ich von dir halte oder wie wir zueinander stehen. Und nicht zuletzt dann auch nochmal die Appellfunktion, die in dieser Nachricht immer mitschwingt. Und das ist das hier oder die Information, die den Empfänger veranlassen soll, den Appell, nämlich das, wozu ich dich veranlassen möchte, zu hören und umzusetzen. Und genauso wie es damit bestimmt ist, dass ich etwas sage und diese 4 Botschaften gleichzeitig mitschicke, ist es so, dass der Empfänger, das heißt das Ohr, das auch auf diesen 4 Kanälen empfängt. Und da gibt es dann, naja, ganz komische und manchmal auch Sachen, die ich nicht verstehe. Und ich werde missverstanden auf eine Art und Weise, die mir am Anfang gar nicht bewusst ist. Ich möchte euch das vielleicht einmal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn ich also davon ausgehe, dass jede Nachricht immer diese 4 Ebenen enthält, dann ist je nach Person aber der ein oder andere Aspekt stärker ausgeprägt. Und deshalb wird jede Person die Nachricht, die ich ausstrahle, auch etwas anders interpretieren. Ihr kennt vielleicht dieses Beispiel, wo ein Mann und eine Frau im Auto sitzt, die Ampel schaltet auf grün, die Frau sagt, es ist grün und der Mann reagiert richtig pampig und erklärt, fährst du oder fahre ich? Ich möchte das an einem persönlichen Beispiel ebenfalls nochmal darlegen. Stellt euch vor, ich sitze in meiner Küche und meine Frau hat eine Gulaschsuppe gekocht. Ich muss dazu sagen, ich liebe Gulaschsuppe. Der Geruch, der Geschmack. Also ich sitze da, freue mich total auf diese Gulaschsuppe, weil ich ja weiß, wie sie schmeckt. Ich probiere die Suppe und das Erste, was ich sage, ist, hast du ein neues Rezept ausprobiert? Das ist mal die Sachansage. Hast du ein neues Rezept ausprobiert? Die weitere damit verbundene Aussage, die es dazu gibt, ist Sachinsage. Die Suppe schmeckt anders als sonst. Die Selbstkundgabe dabei ist, die Suppe schmeckt mir nicht. Die Beziehungsebene sagt, ich möchte dir ein ehrliches Feedback geben. Deswegen sage ich dir verdeckt, dass mir die Suppe nicht schmeckt. Und der Appell, den ich an meine Frau damit richte, ist, bitte mach die Suppe nie wieder anders, sondern bleib dabei, wie du sie normalerweise kochst. Und jetzt ist das Interessante, was meine Frau daraus empfangen könnte. Der Sachinhalt ist immer noch, hast du ein anderes Rezept benutzt? Die Suppe schmeckt anders als sonst. Die Selbstkundgabe, die bei meiner Frau aber ankommen könnte, ist, oh, ich bin davon total begeistert. Der Beziehungshinweis, den sie daraus entnehmen könnte, ist, du kannst echt prima kochen. Und den Appell, den sie daraus für sich vielleicht ableitet, ist, bitte probier doch häufiger mal neue Sachen aus. Und daran erkennt ihr schon, dass die ursprüngliche Botschaft mit dem, was empfangen werden konnte, so gar nicht übereinstimmt. Und das daraus entstehende Chaos ist jetzt schon perfekt.
Sehr, sehr spannend, schön anschaulich mit dem Beispiel. Und du hast ja jetzt auf der einen Seite diese vier Ohren erwähnt und der Sender, der schickt ja das auch mit diesen vier Ebenen quasi raus, ne? Genau. Und wir müssen uns vorstellen, dass Kommunikation, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Kommunikation ist in erster Linie ein Austausch von Gefühlen und erst dann von Sachinformationen. Das bedeutet, die Fähigkeit oder die Bereitschaft zuzuhören trifft bei einem visuellen Eindruck innerhalb von 18 Millisekunden auf. In 18 Millisekunden entscheide ich, ob mir mein Gegenüber so sympathisch ist, dass ich bereit bin, zuzuhören und hinzuhören. Wenn dieser visuelle Eindruck jetzt fehlt, weil zum Beispiel ein Telefongespräch stattfindet, dann übernimmt die Stimme diese Rolle. Die Stimme als die klingende Visitenkarte eines Menschen transportiert halt eine ganze Menge. Es gibt Stimmen, die uns antörnen, die uns anziehen, die sich um uns legen wie eine warme Decke, die uns Lust machen auf Zuhören und Hinhören und die uns begeistert und mitreißt. Es gibt aber auch Stimmen, die uns einfach nur abstoßen, die uns kalt daherkommen, die uns an etwas erinnern, an das wir vielleicht nicht erinnert werden möchten. Vielleicht ist es eine Stimme, die dich an eine Lehrerin von früher in der Schule erinnert, mit der du nie irgendwo auf den grünen Zweig gekommen bist, von der du dich immer schlecht benotet gefühlt hast, die du auch immer als unsympathisch in ihrer Art und Weise interpretiert hast. Und genau dieser Mensch hat eine Stimmlage, die dich an diese Lehrerin erinnert. Dann heißt es, dass du diesen Menschen wahrscheinlich nicht wirklich an dich ranlässt und die Bereitschaft zuzuhören, hinzuhören und egal wie, welche Botschaft aufzunehmen, auch nur sehr vermindert annehmen wirst. Dafür kann die Person noch nicht mal etwas, weil das ist eine Erinnerung oder vielleicht sogar ein Echo deiner Vergangenheit. Ja, Schulz von Thun kenne ich persönlich schon seit vielen, vielen Jahren inhaltlich und da gibt es auch andere Literatur vergleichbar in ähnliche Richtung, wie zum Beispiel Watzlawick oder so. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen das tatsächlich nicht kennen. Kommt das bei dir auch sehr häufig vor, dass die eine Frage und die andere Frage ist, zu was führt das denn, dass Menschen das nicht kennen? Es führt dazu, dass wir Aussagen missinterpretieren oder halt auch, dass wir im falschen Verständnis für die Sachebene unserer Aussagen davon ausgehen, dass uns ja alle genauso verstehen, wie wir das meinen. Und dann verzichten wir auf eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit zu kontrollieren, wie wir verstanden worden sind, nämlich das Nachfragen. In dem Moment, wo ich mein Gegenüber frage, wie hast du das jetzt aufgenommen, wie hast du das verstanden? Ich frage, damit wir sicherstellen können, dass ich richtig verstanden worden bin, kannst du ja unheimlich viele Missverständnisse ausschließen, wenn du dir diese Zeit nimmst und vielleicht auch den Mut hast, diese Frage zu stellen. Und eine der schönsten Möglichkeiten in meiner Wahrnehmung ist die Tatsache, dass du am besten immer davon ausgehst, dass du auch missverstanden oder missinterpretiert werden kannst. Weil dann ist die Gefahr, dass du da mal überrascht oder erschrocken bist, etwas kleiner. Also, und das ist ja eine schöne Diskussionsgrundlage, wer trägt denn jetzt die Verantwortung dafür, wie ich verstanden werde? Liegt die bei dem Sender, also der die vier Botschaften ausstrahlt, oder bei dem Empfänger, der sich eine der Botschaften für sich dann rauspickt? Ich würde sagen, bei beiden. Ich weiß nicht, was du dazu sagst als Experte. Als jemand, der Kommunikation liebt und halt diese vielen verschiedenen Seiten der Kommunikation immer wieder auch gerne außen trägt, sage ich, als Sender hast du die Hauptverantwortung. Drück dich so klar aus, dass du so gut wie nicht missverstanden werden kannst. Pack deine Botschaft nicht in Verklausulierungen, sondern wähle die Sprache, die dein Gegenüber versteht, auf die es anspringt, die es vielleicht sogar in seinen eigenen Emotionen, weil, ne, wir haben ja gelernt, Kommunikation ist in erster Linie Emotion, die Emotion anspricht und damit die Bereitschaft zum Zuhören und zum Verstehen legt. Und wenn du nicht sicher sein kannst oder tatsächlich nicht sicher bist, dann habe den Mut und die Größe nachzufragen, um eventuelle Fehlinterpretationen, Fehlinformationen oder einfach Missverständnisse von Anfang an auszumerzen. Das hast du schön gesagt. Meine These ist, dass das gar nicht möglich ist, weil wir ja immer auch mit einer selektiven Wahrnehmung eben an die Themen drangehen. Und obwohl wir häufig das Gefühl haben, dass wir uns verstanden haben, auch jetzt in dieser Sekunde,
ja auch ganz andere Dinge hören, egal und unabhängig davon, wie intensiv mein Gegenüber sich die Mühe gibt, sich klar auszudrücken. Wie stehst du dazu? Nehmen wir ein Beispiel. Wenn sich 5 Leute über die Farbe Rot unterhalten, dann hat jeder einen anderen Rotton im Kopf. Einen ganz persönlichen Rotton. Wenn wir aber jetzt ein Referenzrotmodell heranziehen, wie zum Beispiel das Rot einer Ampel, dann haben wir von vornherein einen Punkt, wo sich alle wieder einig sind, weil jeder kennt die Ampel, jeder kennt diesen Rotton und damit sind wir in dem Farbton Rot auf einmal geeint. Also jeder hat jetzt den gleichen Rotton. Und das kann man exemplarisch für ganz viele Sachen umsandeln und sagen, okay, wenn ich, je konkreter ich formuliere, je genauer ich mich darstelle und je mehr ich nachfrage, desto mehr kann ich Missverständnisse ausschließen, Konflikte vermeiden und diesen Überraschungseffekt, dass am Ende von dem, was ich sage, was vollkommen anderes bei dem oder den Empfängern übrig bleibt, komplett ausschließen. Wirklich ein tolles Thema, lieber Klaus. Ich könnte dir noch 1000 weitere Fragen stellen. Ich weiß aber, dass Jan, Marc, Mona und Jennifer auch schon Fragen parat für dich haben. Und daher möchte ich sie gerne jetzt mit einbinden. Jan, Marc, wenn du das so hörst, was beschäftigt dich oder welche Frage hast du an Klaus? Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Und also ich musste mich auch erstmal setzen bei der Zahl, also 7 von 10 Deutschen haben ein Thema mit Einsamkeit und Angst, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, genau. Weil das ist ja super hoch, als also wenn man das jetzt mal in Prozent ansieht, ist es natürlich auch in absoluten Zahlen hoch. Und also was ich als erstes jetzt gemacht habe, ist ich habe mal nachgeguckt, wie viel Prozent der Deutschen leben denn in einer festen Beziehung. Und laut Statistischem Bundesamt sind das irgendwie 60%. Das würde ja praktisch bedeuten, dass 10%, und deswegen habe ich das nachgeguckt, dass 10% der Menschen, die in einer Partnerschaft leben, trotzdem ein Problem mit Einsamkeit haben. Und daher, und da kam auch meine erste Frage. Also ich habe noch zig Fragen, aber ich bin mir sicher, dass meine Kolleginnen auch welche haben. Deswegen erstmal nur eine. Daher auch meine Frage, wie ist denn, hat sich das verändert? Gibt es mehr Menschen, die sich auch in einer Beziehung einsam fühlen, weil sich ja auch die Kommunikation verändert hat, das Internet, es gibt gefühlt mehr Arbeitsdruck, es ist weniger Austausch da, ändert sich das und wie erkennt man denn jetzt, weil ich bin mir sicher, dass es den einen oder anderen oder auch die ein oder die andere interessieren wird, wie erkennt man denn, wenn mein Partner sich jetzt in der Beziehung vielleicht einsam fühlt oder damit ein Thema hat, weil ich glaube ja nicht, dass der Lebenspartner unbedingt dann die Hand hebt und sagt, pass mal auf, ich fühle mich irgendwie einsam in unserer Beziehung, weil das ist ungefähr so wie mit der Gulaschsuppe. Die Kommunikation geht wahrscheinlich sehr nach hinten los. Und vielen Dank für das Erwähnen der Gulaschsuppe, weil ich habe jetzt Appetit auf Gulasch. Also Jan-Marc, du hast es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Wir müssen erst mal unterscheiden beim Thema Einsamkeit, sich in der selbstgewählten Einsamkeit, wo du sagst, ich nehme mich jetzt einfach mal aus dem Geschehen raus. Das ist mir zu schnell, zu hektisch, zu stressig. Und ich brauche jetzt mal ein bisschen Ruhe für mich selber. Und der Einsamkeit, in die du reingedrückt wirst, indem du dich ausgeschlossen fühlst, indem man dich nicht beachtet, indem du diese Bereiche Wertschätzung, Wahrnehmung, Achtsamkeit und Respekt einfach als ungenügend in deinem Umfeld wahrnimmst. Und dann beginnt so dieser Bereich, wo du dich in eine Bubble zurückziehst, wo du in die selbstgewählte oder halt eben auch die gedrückte Einsamkeit reingehst. Und zwar nicht, weil du möchtest, sondern weil du gar keine andere Chance siehst. Und einer der Hauptpunkte für eine Veränderung auch der eigenen Harmonie, ist das Thema Effizienz. Je effizienter wir sind, also schneller, höher, weiter, besser, desto weniger können wir in die Harmonie gehen, weil das schließt sich aus. Wenn ich effizient bin, kann ich nicht harmonisch sein, weil Harmonie braucht Zeit, braucht Ruhe, braucht Selbstreflexion und das steht einer hohen Effizienz entgegen. Und deswegen lässt sich in meiner Wahrnehmung Effizienz und Gesundheit nur schlecht miteinander vereinbaren. Und das merkst du auch darin, wenn es dir gut geht, dann tust du was für dich. Zum Beispiel im Urlaub. Im Urlaub
da wanderst du, da bist du draußen, da bist du eins mit der Natur, da schwimmst du, da fährst du Ski, da tust du was für dich, hast eine Luftveränderung, hast eine Veränderung in der Ortschaft, du isst genüsslich und mit viel mehr Zeit, du genießt die Umgebung, du tust was für dich. Wenn es dir nicht gut geht, ist das alles ziemlich egal. Dann willst du einfach nur dich zurückziehen, da soll dich möglichst keiner ansprechen und dann musst du erstmal mit dir klarkommen. Und aus diesen Bereichen heraus ist die Frage, muss ich nicht erstmal Strategien aufbauen, um mit eigenem Stress umzugehen oder vielleicht sogar stressvermeidende Strategien erstmal wieder lernen? Und dazu zählt halt auch dieses Thema, wo kann ich überall einsam sein? Ich kann im Betrieb einsam sein, als Führungskraft oder als Mitarbeiter. Ich kann in der Beziehung mich einsam fühlen, weil ich irgendwo das Gefühl habe, ich habe den Kontakt zu meinem Partner verloren. Wir leben nur noch nebeneinander her, aber so die verbindenden Elemente, das, warum ich mich damals mal für dich als Mensch entschieden habe, das ist ein Stück weit verloren gegangen. Und manchmal ist es ein schleichender Prozess, den ich selber erst dann wahrnehme, wenn ich mit der Nasenspitze drauf gestoßen werde. Und manchmal ist es ein Prozess, der sehr viel die eigene Angst, nämlich die Angst vor dem Alleinsein verstärkt. Und es gibt wahnsinnig viele Beziehungen, die nur noch deshalb existieren, weil die Wahl, nämlich am Ende ganz alleine dazustehen, ist für den einen oder anderen noch schlimmer, als in einer Beziehung zu stecken, die mich als Mensch nicht mehr erfüllt. Vielen, vielen Dank. Ist erschreckend, aber wahrscheinlich sehr nah an der Wahrheit. Mona, ich weiß, du hast auch schon Fragen parat. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. In der Tat. Ja, lieber Klaus. Wie sieht denn das im Schriftverkehr aus? Ich meine, man kann ja jetzt nicht jedes Mal einen ganzen Roman schreiben, um seine Gefühlslage dem anderen Personen gegenüber zu erklären. Und sind wir gerade im Unternehmenskontext, ist es ja doch tatsächlich sehr, sehr oft auch schriftliche Kommunikation. Das heißt, das Potenzial für Missverständnisse ist ja schon vorgefertigt, oder? Mona, absolut. Und gerade beim Schriftverkehr ist es ja so die Geschichte zwischen Ursache und Wirkung. Ja, vielleicht schreibt der eine, weil er es schon immer schreibt, ich erwarte Ihre Rückmeldung bis um 10 Uhr, ne? Thema Effizienz. Und der andere sagt, boah, was ist das denn für ein Ton? Was heißt denn hier, ich erwarte? Der darf das erbitten und der darf sich darum bemühen. Aber ich möchte doch hier nicht in eine Abhängigkeit gedrückt werden. Und schon hat ein einziges Wort in der Kommunikation, in der E-Mail, im Rundschreiben dich entweder getriggert, ausgegrenzt oder sogar in die Stufen von Wut, Aggression und negativen Verhalten gedrückt. Und vielleicht auch hier für ein kleiner Lifehack, gerade für Führungskräfte, es ist eigentlich nicht so schwer, mit Menschen in Kommunikation zu treten, wenn ich die vier Ebenen gute Kommunikation immer im Auge behalte. Das ist Wahrnehmung, Wertschätzung, Achtsamkeit und Respekt. Wenn ich mit diesen vier Werten führe, werde ich immer Menschen vereinen können, sie zu motivieren, auch das Beste für sich und den Betrieb, für das Projekt, für das Anliegen, für das Team zu leisten. Und 99,9% aller Fälle von Angst, Ärger, Wut, Verzweiflung regiert aus einer Disbalance dieser vier Werte. Das heißt, wenn ich diese vier Werte im Unternehmen einsetze, im Unternehmensleitbild, in der Führung, in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit, dann schaffe ich wirklich, Teams zu Höchstleistungen zu kriegen, die Krankenquote zu senken und sicherzustellen, dass Menschen mit ihrer ganzen Kraft sich für ein Unternehmen und für ein Team oder auch eben für ein Projekt und für die Führungskraft einsetzen. Super, vielen lieben Dank. Liebe Jennifer, magst du direkt weitermachen? Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Mich hat es jetzt gerade so ein bisschen wachgerüttelt, was du gesagt hast, dass Harmonie und Effizienz nicht, also sich gegenseitig sozusagen ausschließt. Das war mir so in dieser Klarheit gar nicht bewusst, habe ich bei dem Satz gemerkt. Da dachte ich mir, ach stimmt, ja, da könnten echt einige meiner Probleme so herrühren, dass das sich einfach gegenseitig ausschließt. Hast du tatsächlich da einen genauen
ein genaues Beispiel oder einen genauen Ansatz, wie man das dann miteinander in Einklang bringen kann? Oder was rätst du denn deinen Kunden, die sagen, ach Mensch, ich bin ein Unternehmer, ich habe halt nur mal, ich muss effizient handeln, ich habe viel an der Backe und auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht auf die Harmonie verzichten. Was rätst du denn den Kunden? Also ein ganz wichtiger Punkt ist aus meiner Sicht, dass du dich in regelmäßigen Abständen einfach mal zurücknimmst, rausnimmst und über den Bereich der Achtsamkeit, der Eigenachtsamkeit, vielleicht auch ein Stück der Dankbarkeit einfach in deine persönliche Ruhe und Harmonie kommst. Und ein krasses Gegenteil von dem, was für mich so ein Sinnbild für die heutige Effizienz der Gesellschaft ist, das ist Coffee to go. Ja, Coffee to go. Wo ist das geblieben? Den Kaffee zu zelebrieren, sich die Zeit zu nehmen, den Kaffee zu genießen, den Duft einzuatmen, das besinnliche Erlebnis zu nehmen und zu sagen, diese Zeit, die ist es mir wert, wenn ich das morgens oder frühmorgens zum Frühstück mache. Ja, und heute ist Coffee to go für mich so dieses krasse Beispiel für Effizienz. Neben dem Kaffee trinken noch E-Mails lesen, Zeitungsnachrichten konsumieren oder irgendwo den Weg zur Arbeit zu beschleunigen und halt nebenbei noch den Kaffee to go. Deswegen finde ich so wichtig, dass wir da uns selber ab und an auch mal ein Stoppschild setzen und zu sagen, okay, wow, jetzt gehören mal die nächsten 3 Minuten nur mir. Vielleicht mit einer Kurzmeditation, mit einer Atemtechnik, mit der Größe, sich mal kurz rauszunehmen, vor die Tür zu gehen, über eine Luft- und Perspektivveränderung wieder in die Ruhe und die Kraft zu kommen. Und einfach damit den Tag in einem ganz anderen energetischen Feld gestalten zu können, in der Kraft zu bleiben, in der Harmonie zu bleiben. Und das nämlich diese Form von Selbstbewusstsein, Selbststärke, Selbstliebe und Selbstachtung dann halt auch über die Führung und über die Präsenz der eigenen Persönlichkeit den Menschen, die ich führen, entwickeln, begleiten und einfach auch im Unternehmen begegne, tatsächlich auch ein Stück weit rüberzugeben. Weil positive Energie verbreitet sich bei meinem Gegenüber genauso wie negative Energie. Vielen, vielen Dank. War ein super Beispiel auch gerade mit dem Coffee to go. Und schön auch zu hören, dass es einfach mit so kleinen Schritten am Tag auch machbar ist. Und das heißt, da bin ich nicht ganz auf dem Holzweg. Vielen, vielen Dank. Gerne. Also bei dem Coffee to go musste ich jetzt auch nochmal schmunzeln, weil da habe ich mich gerade auch so selber wiedererkannt, also den Kaffee und die E-Mails irgendwie zu kombinieren. Vielleicht nehme ich mir dann doch so ab und zu jetzt mal 3 bis 5 Minuten mal für mich. Wenn das schon reicht, dann ist das ja zumindest mal ein Anfang. Eine Frage, die mir noch in den Kopf gekommen ist und zwar, gerade mit Corona hat ja Remote-Arbeiten also Homeoffice ist eine Riesendiskussion. Viele Firmen wollen dauerhaft umstellen, weil sie natürlich auch sagen, das ist Kostenersparnis. Andere sagen auf keinen Fall, alle wieder zurück ins Büro. Da gibt's ja die tollsten Konstrukte mittlerweile. Und ich meine, ich habe auch lange remote gearbeitet. Ich habe auch als Führungskraft remote Teams gehabt. Ich kenne da teilweise so die Höhen und Tiefen und da gibt's auch Menschen, die dadurch sehr, sehr einsam sind. Auch gerade zum Beispiel Servicetechniker, wenn sie oft unterwegs sind und dann irgendwo in Pensionen oder Hotels sind. Die Frage, die ich jetzt hätte, ist, welche Tipps hast du denn für Menschen, die, ich sag mal, also bei 7 von 10 ist es ja relativ wahrscheinlich, dass wir alle jemanden kennen, der da ein Problem hat. Aber wie kann man denn da so vorbeugen? Also als Führungskraft, als Kollege, welche Mechanismen, welche Räume kann man vielleicht schaffen, um dem ein bisschen entgegenzuwirken? Weil natürlich Kollegen und Kolleginnen, die sich vielleicht vorher einsam gefühlt haben, aber dann halt noch eine Bürogemeinschaft hatten, sind natürlich jetzt dann komplett abgeschnitten. Und das könnte das ja verstärken. Also wie kann man denn da einen Ausgleich schaffen und dem vielleicht auch so ein Stück weit entgegenwirken? Also erstmal vielen Dank, dass du das Thema ansprichst. Ich finde es nämlich mega wichtig. Und ich sage, wer heute noch so führt wie vor 3 Jahren, der wird seine Menschen und die Mitarbeiter auf Dauer verlieren. Weil durch dieses schwarze Loch, in das wir reinsprechen, durch diese Zoom-Meetings, die wir nun als Alternativkontakte wählen, geht natürlich ein Stück dieser Persönlichkeit und auch dieser Nähe verloren. Und diese Nähe kann ich aber wieder herstellen. Und zwar, indem ich zum Beispiel das Medium wechsle.
Also das Schlimmste, was ich mal bei einem geführten Teams-Meeting erlebt habe, ist, das war ein Team-Meeting in einem Industriebetrieb und das Meeting war kurz vor Ende und der Chef sagt also, ja, können wir jetzt im Grunde wieder schön an die Arbeit gehen, wir haben ja alles Wichtige besprochen. Herr Meier, Sie sind so lieb und bleiben bitte nochmal 3 Minuten dran. Und was hat er damit gemacht? Er hat im Grunde die gesamte Aufmerksamkeit der Belegschaft auf den Meier gezogen. Jetzt muss man sagen, er hat eigentlich den Meier nur drin gehalten, um halt nochmal zu fragen, Mensch Meier, wie geht's Ihnen? Was gibt's Neues? Wir haben so ein bisschen Kontakt verloren. Aber es war von dem, was er vorhatte, von dem, was er kommuniziert hat und von dem, was Meier verstanden hat, das Schlimmste, was mit dem Meier hätte passieren können. Denn jetzt denkt natürlich jeder, oh, da ist was. Oh, was ist los? Mensch, Meier. Und ja, da ist, was ich eben sagte, hier wäre es zum Beispiel ein erfolgreicher Weg, das Medium zu wechseln und zu sagen, nach der Zoom-Mitteilung von allen, da rufe ich einfach mal den Meier an und sage, Mensch, Meier, wir waren ja gerade zusammen im Zoom drin. Ich habe festgestellt, dass durch diese andauernden Telefonkonferenzen, wir haben so ein bisschen den Kontakt verloren. Ich würde das gern wieder intensivieren und Achtung, wir reden ja über Kommunikation und Gefühle, weil Sie mir als Mensch und Mitarbeiter wichtig sind. Und ich möchte Ihnen das Gefühl geben, dass ich da auch gerne nah dran bin. Und darum ist es mir so wichtig, auch dieses persönliche Gespräch mit Ihnen zu führen. Ist das für Sie in Ordnung? Da hole ich mir im Grunde das Ja für diese neue Form der intensiven Kommunikation ab. Einfach mal als ein Beispiel von vielen. Vielen, vielen Dank. Jasmin, damit dann zurück zu dir. Ja, vielen lieben Dank. Das ist wirklich sehr, sehr spannend und inspirierend. Lieber Klaus, mit Blick auf die Zeit und wir wollen ja auf jeden Fall auch noch unsere Zuhörer mit einbinden, damit sie eben auch vielleicht von ihren Erfahrungen erzählen beziehungsweise dir auch Fragen stellen können, möchte ich gerne gleich die Aufzeichnung abrunden. Bevor ich das tue, habe ich noch 2 Fragen an dich. Die erste, die kannst du gerne als erstes dann auch beantworten, bevor ich dann die zweite stelle ist. Gibt es irgendetwas, was wir dich noch nicht gefragt haben, wo du denkst, das ist aber total wichtig und sollte noch mit auf die Aufzeichnung drauf? Ja, ich würde ganz gerne den Menschen dazu aktivieren, mal zu überlegen, ob eine Erlebnisorientierung und eine Werteorientierung nicht kontra einem Perfektionismus stehen kann und darf. Ob also Perfektionismus und hohe Effizienz wirklich das Nonplusultra unserer Gesellschaft sind, ob wir uns damit wohlfühlen, ob wir überhaupt noch in der Lage sind, Ruhe und nichts tun auszuhalten. Oder ob wir dann bereits überlegen, wo liegt das nächste Smartphone, was kann ich jetzt tun, weil wir gar nicht mehr gewohnt sind, in Ruhe und nichts tun, einfach mal auch einen gewissen Genuss zu entdecken. Und dabei ist das so wichtig für die eigene Regeneration, für die Selbstreflexion und für die Tatsache, dass es manchmal so unendlich wichtig ist, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Das hast du schön gesagt und ich finde, das ist wirklich eine Frage, die sich jeder mal stellen sollte. Und Selbstreflexion ist ja echt wichtig in diesem Zusammenhang, um für sich auch Klarheit zu gewinnen. Und du begleitest Menschen, wie bereits erwähnt, sowohl individuell als auch Unternehmen zu Themen von A wie Ängste überwinden bis Z wie Ziele erreichen. Wie erreichen dich denn nun unsere Zuhörer am besten, wenn sie das Gefühl haben, sie würden gerne mal auf dich zukommen und das ein oder andere Thema mit dir bearbeiten wollen? Also ich biete im Rahmen dieses Clubhouse-Talks sogar an, dass ich jedem, der einfach mal mit mir darüber reden möchte, ob ich ihm helfen kann und wie eine eventuelle Hilfestellung aussehen könnte, ein halbstündiges Gespräch an. Also schreibt mich gerne an über Instagram, über die Homepage, aber gerne auch hier bei Clubhouse, dass wir kurzfristig einen Termin ausmachen und darüber reden, was dich betrifft, was deine Themen sind und ob und inwieweit und wie gut ich dir dann wirklich helfen kann und soll. Wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank für dieses Angebot. Das war Klaus Offermann, der Glücklichmacher mit Ich höre was, was du nicht sagst, als Gast bei unserem Expertentalk. Pioniergeist. Du sagst der Veränderung, wo es lang geht. Jasmin Yazan hilft Menschen und Unternehmen, Veränderungen selbst zu gestalten. Mehr zu Keynotes, Workshops und aktuellen Projekten gibt's auf www.jasminyazan.com.
Pioniergeist. Starte jetzt!